Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hero Zero. Ja, Leute, gestern gab es ja einen schicken Livestream für euch und ich war wirklich begeistert. Es waren so viele Leute am Start, es hat so viel Spaß gemacht, es war dauerhaft Aktivität im Chat vorhanden. Man konnte auch ein bisschen miteinander interagieren, konnte auch gemeinsam Curfever spielen und so weiter und so fort und es war wirklich toll. Danke an alle, die dabei waren, auch vor allem an die ganzen Spender, an Risa, die wirklich dann auch nochmal Codes für die Community, für meine Community sozusagen rausgehauen hat. Danke, danke, danke. Leider können wir den Livestream wieder nicht mehr als VOD anschauen. Ich habe gestern mal die erste Einschränkung versucht und habe einfach von dem Livestream, den ich im ersten Livestream schon gehört habe, die Musik die ganze Zeit nebenbei laufen lassen. Und das sind halt keine originalen Chart-Hits, sondern alles so Remixes. Und ich hatte gedacht, jeder verdammte, auch kleinere YouTube-Channel kann einfach solche Remixes hochladen und wird nicht, in Anführungsstrichen, gefickt. Ne? So, ich habe die gestern einfach laufen lassen. Natürlich, heute früh aufgewacht. Ha, wieder, ich glaube, 12 Copyright-Issues und so weiter. Ich habe mal geguckt, das sind keine richtigen Kanal-Strikes. Es geht halt nur darum, dass mein Video, da ich das jetzt sowieso nicht monetarisiert habe, dass es einfach nur gemutet wurde, also keine Audiospur mehr vorhanden ist und in einigen Ländern möglicherweise gesperrt werden könnte. Aber das hat keine Auswirkungen für meinen Kanal. Von daher ist es alles easy. Ich habe das Video wieder privat geschalten. Und beim nächsten Livestream, der übrigens am Wochenende stattfinden wird, entweder von Samstag auf Sonntag oder von Sonntag auf Montag, beide Nächte habe ich sozusagen frei. Müssen wir mal schauen, da wird auf jeden Fall nochmal ein Livestream stattfinden. Ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf, so wie ich. Und dann können wir da gemeinsam ausprobieren, dann einfach mal mit No Copyright Sounds, also mit Musik, die wo keine Copyright drauf ist, wo niemand irgendwelche Rechte anfordern kann, da diese Sounds dann einfach nebenher abspielen zu lassen, damit ich da dann vielleicht mal ein VOD auf meinem Kanal speichern kann. Ja, ich bin heute schon durch mit meiner kompletten Energie, meinem kompletten Training, sowie allen Codes, die ich so bekommen habe, weil ich halt, wie gesagt, den ganzen Tag Zeit hatte und deswegen das alles machen konnte. Deswegen gibt es auch nicht allzu viel heute hier zu berichten. Ich lade das Video heute auch ein bisschen früher hoch. Alter, was ist denn hier los? Nora! Weil ich ja dann zur Nachtschicht muss, wie gesagt. Nachtschicht ruft, deswegen muss ich da spätestens 8:45, also 8:45 losmachen und deswegen kommt das Video jetzt schon. Was ist passiert? Falls jemand gestern den Livestream nicht gesehen hat, ich habe von Risa den Alfred geschenkt bekommen als Gutscheincode. Danke dir dafür nochmal. Auch wenn die Attribute ein bisschen scheiße sind und auch die ganzen Fähigkeiten nicht so nice sind, wenigstens hat er scharfe Schnabel wie jeder Alfred. Da werde ich den dann wahrscheinlich schreddern und dann Nora. Um dann das auf jemand anderes übertragen zu können, weil so viel Kraft braucht man nicht unbedingt auf den Begleiter und die restlichen Fähigkeiten sind es auch nicht so geil. Ich danke trotzdem Risa dafür, dass ich den bekommen habe, aber er muss dann wahrscheinlich leider geschreddert werden, wenn er Stufe 10 ist, was morgen der Fall sein wird. Dann habe ich mir gestern, ihr seht, meine Donuts sind erheblich geschrumpft. Ich habe sehr oft hier geblättert im Shop, um endlich so eine scheiß epische Box zu finden, aber ich habe keine einzige gefunden. Ich wollte unbedingt das Prinzessinnen, sage ich schon, das Einhorn haben, weil das so süß aussieht. Wir können es ja hier uns nochmal angucken. Hier ist das Eddie Einhorn, aber es ging einfach nicht. Es ging einfach nicht. Ich habe keine EP. Gibt es halt nur in Standard-Überraschungsboxen episch. Und ich habe einfach keine gefunden. Ich habe ungefähr, keine Ahnung, 400 Donuts oder 350 Donuts dafür ausgegeben und keine einzige gefunden. Ich habe mir dann ein paar Münzgegenstände noch geholt, damit ich hier bei den Sets ein bisschen nach vorne komme. Bei den, wie sagt man, Schnittmustern. Dadurch habe ich noch ein paar Trainingseinheiten dazu bekommen, die ich heute auch alle weggemacht habe. Dann habe ich mir für jeweils 20 Donuts noch einmal den transformierbaren Gürtel der Champions League und den transformierbaren Helm der Champions League besorgt. Obwohl ich gar keinen Helm aufhabe. Was ist denn, wenn ich den mal reinmache? Ah, sieht nicht so geil aus. Lass es doch lieber so. Auch wenn das Oberteil, das Robin Hood Outfit, das triggert mich irgendwie. Das ist irgendwie voll nice. Ich weiß auch nicht wieso, aber es ist halt so.
Genau, das haben wir gemacht. Dann beim Heldenversteck habe ich jetzt nochmal ein bisschen die Minen ausgebaut. Die oberste Mine ist auf Stufe 10, diese Mine ist schon auf Stufe 11, diese Mine ist auf Stufe 10 und diese Stufe wird gerade noch auf Stufe 11 ausgebaut. Das wird dann auch langsam schon das letzte sein, was ich hier noch ausbauen werde. Vielleicht werde ich diese Mine und diese Mi nee, diese Manufaktur und diese Mine auch noch auf Stufe 11 ausbauen. Das weiß ich noch nicht, wird die Zeit zeigen. Aber auf jeden Fall bin ich hier weiterhin dran, um ein bisschen mein Heldenversteck weiter auszubauen. Aber viel mehr sinnvolle Erweiterungen gibt es nicht mehr. Aber wir haben ja gesehen, unter den Update Changelog stand ja, dass weitere Updates wahrscheinlich verfügbar sein werden, weitere Räume hinzugefügt werden. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wann dies sein wird. Ich hätte jetzt für das Video noch einen Endlos-Sondereinsatz, den wir gern durchklamüsern könnten, um zu schauen, ob wir da vielleicht noch mal ein nettes Item bekommen und natürlich unseren Alfred. Das dürfte vielleicht sogar schon reichen, um ihn auf Stufe 10 zu bekommen. Wir schauen uns das mal an. Oh, egal. Zwei Donuts, who cares? Ich kann jetzt keine 50 Minuten warten, um den dann ins Video zu packen, weil in 50 Minuten ich schon fast losmache. Also, bis jetzt keinerlei guten Items. Oh, Schnittmuster-Item, das ist immer gut. Wenn man die Schnittmuster hier bei dem. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Das ist nicht gut. So, müssen wir halt nochmal zwei Donuts ausgeben, um hier diese Wurfwaffen zu bekommen. Wenn sie besser wären, wäre es ja sogar sinnvoll investiert, weil Wurfwaffen braucht man eh. Und da man im Shop eh mindestens einen Donut dafür ausgibt, fürs. Hallo? Wenn man refresht, dann nochmal einen extra Donut, das heißt eigentlich zwei Donuts, kann man auch hier einfach die zwei Donuts fürs Überspringen ausgeben und hat halt die Wurfwaffen dann für sozusagen zwei Donuts gekauft. Ey, wenn ich jetzt nochmal zwei Donuts bezahlen muss, flippe ich aus. Ich flippe aus, Leute. Okay. Ja, das ist halt, da Alfred so ein übelst krasser Kraftbegleiter ist, ist es halt noch schwieriger, mit meiner Kraftskillung dann hier noch bei den Sondereinsätzen durchzukommen, bei den Endlos-Sondereinsätzen. Da geht halt der ein oder andere Donut drauf, aber das muss dann halt mal sein. Who fucking cares? Ich habe gestern übrigens endlich noch, das war wenigstens ein Pluspunkt bei meinem Refreshen des Secondhand-Shops, ich habe einen Hammer bekommen. Das heißt, wenn ich mal ein bisschen Geld wieder angespart habe, werde ich meine Kraft noch ziemlich weit nach oben skillen, dass hier vielleicht so um die 20.000 oder ja 15.000 steht. Und dann werde ich mal den Hammer einsetzen, damit ich hier wieder bei Kraft wieder auch komplett auf Null bin, um dann meine Skillung wieder zu vervollständigen. Das kann ja nicht so bleiben. Das geht auch nicht. So, jetzt ziehen wir uns erstmal wieder an, schauen, ob wir vielleicht ein besseres Item bekommen haben. Gerade die zwei seltenen Items hier, die könnten vielleicht noch verbessert werden. Also mein Gadget wird auf jeden Fall verbessert. Ich habe einen fast funktionsfähigen Fluxkompensator bekommen, der besser ist als mein Handheld mit 4D-Grafik. Oh, dann habe ich einen besseren Umhang bekommen, der aber leider auch nur selten ist. Dann eine bessere Waffe. Nice, plus 36 und direkt eine Heldentat. Bestimmt die habe über 1700 oder über 1800 Fähigkeitspunkte. Über 1500 oder 1700. Ich glaube, über 1700 Fähigkeitspunkte. Schauen wir dann gleich mal rein. Ja, die Wurfwaffen sind sogar gar nicht schlecht. Plus 35, das ist krass. Jetzt machen wir einen unseren Robin Hood Anzug. Nein, der muss leider verschwinden, weil dieser beeindruckende Nano-Suit in Tiefschwarz ist besser und muss deswegen einfach reingepackt werden. So, zack, die Wurfwaffen können weg. Packen wir die hier hin und dann sind wir wieder vollständig ausgerüstet. Wie gesagt, hier der Hammer ist am Start. Kostet im Shop 39 Donuts. Wenn wir ihn jetzt verkaufen würden, 7000 Münzen. Klar, mach mal. Ist gar kein Problem. So, was haben wir bekommen? 1750 Punkte war die Heldentat. Da haben wir eine neue Waffe bekommen, die schlechter ist. Das heißt, die können wir für 5536 Münzen verkaufen. So, und jetzt würde ich mal sagen, wir schauen nochmal fix. Liga-Angriffe habe ich auch schon durch, Ehre habe ich auch ziemlich viel gemacht heute. Wie gesagt, ich bin alles ready, sodass ich auf Arbeit nicht spielen muss, sondern da in Ruhe meiner Arbeit nachgehen kann, so wie es sein muss. Und wir gehen jetzt nochmal hier auf den 10. Werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Babadababa. Werden wir vielleicht doch schaffen. Nice. Den nächsten Spezialsondereinsatz abgeschlossen, gehen wir in den letzten rein. Der letzte verfügbare Spezialsondereinsatz
scheitern wir schon am ersten Gegner. Aber wenn wir den durch haben, sind wir komplett fertig mit den Sondereinsätzen. Das ging relativ fix, meiner Meinung nach. So, dann haben wir hier noch die Heldentat, 8 Donuts. Ja, aber die 8 Donuts doch easy wieder eingespielt. So muss das sein. Wie gesagt, wir gehen jetzt nochmal durch die Rangliste durch, schauen, was da sich so geändert hat. Wie gesagt, gestern kam ja dementsprechend kein Video. Und wir müssen schauen, was sich da jetzt so geändert hat. Also, Flo Red, bin ich eigentlich, warte mal, heute ist Mittwoch. Gestern war Dienstag und gestern kam das Update. Habe ich gestern ein Video rausgebracht vor dem Livestream? Ich glaube nicht. Und da haben wir ja theoretisch dann auch gar nicht gemeinsam den Changelog von dem gestrigen Update angeschaut, oder? Shit, ich muss da auf jeden Fall nochmal schauen. Ansonsten bringe ich das morgen, Leute. Ansonsten bringe ich das morgen. Alles, alles easy. Also, Florett auf dem ersten Platz mit 29.735 Ehre. Cookie hat sich auf dem zweiten Platz vorgekämpft mit 27.269 Ehre. Er möchte hier wahrscheinlich ein bisschen Florett angreifen. Muss man mal schauen, inwieweit ihm das gelingt. Falke dementsprechend auf dem dritten Platz mit 25.746 Ehre-Punkte. Dann, bei der Stufe, sieht es wie folgt aus. Mr. Shinsen natürlich weiterhin auf dem ersten Platz mit 7 Stufen Vorsprung auf Stufe 191. Vor Cookie 1337 mit Stufe 184 und Syntex weiterhin auf der 3 mit Stufe 180. Bei den Teams sieht es wie folgt aus. Penner XC weiterhin auf der 1 mit 12.130 Ehre. Die Wikinger mittlerweile auf dem zweiten Platz mit 11.100 Ehre. Und Evolution auf dem dritten Platz mit 10.900 Ehre. Erst danach wir mit Real Legion auf dem vierten Platz. Und ja, Evolution hat uns dann angegriffen. Sie haben den Kampf auch gewonnen gegen uns. Aber sie hatten 15% weniger Abzug als wir. Das heißt, wir hatten aufgrund unserer Trophäen 15% mehr Abzug von Fähigkeitspunkten. Ne? Und dementsprechend haben wir dann den Teamkampf verloren. Sie haben uns unsere Trainingstrophäe bekommen, stehen damit jetzt gut da mit 3 Energietrophäen und 2 Trainingstrophäen. Wir haben jetzt leider nur noch 3 Energietrophäen und eine Trainingstrophäe, werden uns aber morgen bei einem Teamkampf sicherlich die nächste Trainingstrophäe wiederholen, sodass wir wieder 2 Trainingstrophäen und 3 Energietrophäen haben. Bei der Champions League sieht es wie folgt aus. Auf dem ersten Platz Armageddon mit 1372 Punkten. Auf dem zweiten Platz, auch ganz knapp, Florett mit 1371 Punkten. Und auf dem dritten Platz Reeks mit 1317 Punkten. Also ganz schön knapp beisammen hier die Top 3 der Champions League. Bei dem Wochenturnier sieht es wie folgt aus. ACAB mit 1.615.000 Erfahrung auf dem ersten Platz. Mr. Shinsen mit 1.407.000 Erfahrung auf dem zweiten Platz. Und mir fällt nichts ein, ist hier wieder mit oben am Start mit 1.392.000 Erfahrung innerhalb dieser Woche. Bei der Ehre sieht es wie folgt aus. Syntex auf dem ersten Platz mit 20.840. Ehre plus... Nora, wenn du mir hier auf irgendeine falsche Taste kommst, dann gibt es Ärger. ACAB mit 19.368 Ehre plus und Topstar 999 mit 19.010 Ehre plus. Ich, wie gesagt, nicht mehr so am Start. 11. Platz. Vielleicht schaffe ich es, mich in den Top 10 zu halten, aber das wird auf jeden Fall nicht einfach. Wie viel? Da gibt es 20 Donuts und sonst nur 5. Ja, vielleicht schaffe ich es, mich in den Top 10 zu halten, aber es wird auf jeden Fall nicht leicht. Dann noch zum Heldenversteck, zu guter Letzt. 1. Platz immer noch bei Adlerauge 123 mit 53.700 Ruhm. Alter Schwede. Doktor auf den zweiten Platz mit 50.390 Ruhm und Trumpnose auf den dritten Platz mit 49.498 Ruhm. Number 8 jetzt mittlerweile schon auf den vierten Platz nach unten gerutscht. Der war ja mal mit oben mit Adlerauge 123 am Betteln, hat sich aber dann wahrscheinlich auch dafür entschieden, nicht mehr so hart hier reinzugehen, sondern da ein bisschen Abstand zu lassen. Beim Ausbau sieht es weiterhin wie folgt aus. Ich bin immer noch auf dem ersten Platz mit mittlerweile 42% Ausbau. Richboy vs. Starboy ist auf dem zweiten Platz mit 40% Ausbau. Und mir fällt nichts ein, hat Mr. Shinsen sozusagen theoretisch vom dritten Platz verdrängt, aber auch nur, weil sie halt mehr Ruhm hat als Shinsen. Sie haben beide, genauso wie Porzeng, 37% beim Heldenversteck Ausbau und somit sind eigentlich alle drei auf dem dritten Platz vertreten. So viel zur Rangliste. Leute, tut mir wirklich leid, dass es heute ein etwas kürzeres Video ist. Tut mir leid, dass ich so ein bisschen, nicht down, aber schon ein bisschen geschafft bin. Wie gesagt, ich habe ja heute Nacht, ich glaube, 5 Stunden haben wir gestreamt. Dann habe ich, dummerweise bin ich dann auf dem Sofa eingepennt mit einem Headset auf meinem Kopf. Also ich war wirklich down.
Hab dann nur bis in die Nacht irgendwann gepennt, dann habe ich mich in mein Bett gelegt, konnte dann auch nur bis um 10 oder so pennen, bin dann aufgewacht und ja, seit da bin ich wach, kam nicht dazu, nochmal zu schlafen. Ich muss jetzt irgendwie die Nachtschicht überleben, aber das wird schon, ich sag mal, ich bin ja eigentlich ein Nachtmensch, von daher dürfte es kein Problem sein, mich die Nacht lang fit zu halten. Morgen früh werde ich dann erstmal pennen gehen und dann schauen wir mal, wie lange ich schlafe und wann morgen das Video kommt. Wahrscheinlich wieder so um die Uhrzeit wird es jetzt morgen und übermorgen noch Videos geben und am Samstag, wie gesagt, dann den Livestream abends, möglicherweise oder Sonntagabend. Ihr könnt ja mal hier unter die Kommentare schreiben, ob es euch lieber gefallen würde, wenn ich Samstag den Livestream mache, sozusagen Samstagabend von wieder so 19, 20 Uhr bis in die Nacht rein, oder wenn, ob es euch lieber gefällt, wenn ich den Sonntagabend mache, auch wieder so von 19, 20 Uhr bis in die Nacht rein, ne? Schreibt mal in die Kommentare entweder Samstag oder Sonntag und dann werde ich da sehen, wo da die Mehrheit hängt und dann werde ich den Livestream machen, weil ich da auch richtig Bock drauf habe. Und da wird dann nicht nur Hero Zero und Curfever kommen, sondern werde ich auch versuchen, ein paar andere ein paar andere Games zu spielen. Beispielsweise TTT bei Garry's Mod oder Golf with Your Friends, Golf It. Ich muss mal schauen, ob Counter-Strike geht. Ne? Ich würde sehr gerne mal wieder Counter-Strike streamen, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich müsste mal ein bisschen austesten. Ne? Vielleicht komme ich dazu noch vor dem Wochenende und dann könnte man das vielleicht auch bringen. Ja, ansonsten vielleicht Gamebies, vielleicht kriegen wir mal eine Runde zusammen von dem geilen Spiel oder was anderes. Wir schauen einfach mal. Ich bin auf jeden Fall erstmal raus. Hoffe, es hat euch gefallen. Apropos, es hat euch gefallen. Ich bin in der Planung noch doch nochmal ein Minecraft-Event, soll ich schon sagen, ein Minecraft-Projekt auf meinen Kanal zu bringen. Wenn ihr darauf Bock habt, dann lasst gerne den Daumen nach oben da. Ich möchte da mit meinen Kollegen, ich habe gestern schon angekündigt, ein paar Kollegen von mir, Real-Life-Kollegen, haben jetzt einen YouTube-Kanal gemacht, wo sie wirklich aktiv und wirklich mit viel Liebe Videos drehen. Gaming-Videos, also Let's Plays. Und ich habe den euch mal in die Beschreibung hier unter das Video eingefügt. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen und ein Like nach oben da lassen bei den Videos, beziehungsweise auch einfach mal auf Abonnieren gehen. Würde mich sehr freuen, würde die sehr freuen und es ist einfach gute Arbeit, die die machen und schaut euch da gern mal durch. Das war's jetzt aber wirklich. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen wieder zum aktuellen Video. Das war's, ich bin raus, euer Schlimmer Stürmer.